So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Thief. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wir haben Staub zu Staub abgeschlossen. Das heißt, wir machen jetzt direkt weiter. Und liefern, denke ich, den Ring ab. An meinen Kunden. Beziehungsweise, wir sind im Glockenturm. Die Schaukästen wurden jetzt aktualisiert. Läuft. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Wenn was drin wäre, aber da ist nichts drin. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Wie lange war ich dann weg? Ewigkeiten, Gareth. Ewigkeiten. Bei der Belohnung wird jeder auf mich aufmerksam. 5000 Coins. Wenn wir es lesen könnten, das wäre gut. Streichhölzer werden mir immer zugeschickt. Als Nachrichten. Okay, dann machen wir gerade weiter. Triff Basse in the Black Alley. Dann heißt das zurück zum Stone Market gehen, zum Viertelchen. Mal schauen. Spannendes Spiel auf jeden Fall. Mal schauen, was wir da noch so finden. Was für Geheimnisse. Es ist auf jeden Fall eine. Es spielt in einer mysteriösen Stadt. Achtung, ihr Diebe! Von heute an wird jeder Bürger, der beim Diebstahl erwischt wird, am Halse. In dieser Stadt wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. So hungrig. Dann schauen wir, dass wir mal zu Basso gehen. Also. Der Gestank hier ist widerlich. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schraubenschlüssel. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ich könnte schwören, ich hätte gestern einen Mann in Schwarz auf den Dächern vor unserer Wohnung gesehen. Nein, habt ihr nicht. Was hat er da gemacht? Weiß nicht. Ich bin vom Fenster weg. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Der hat da garantiert gechillt. Der Gestank hier ist widerlich. Mein Geschmack nicht. Unten sind Wachen. Die Straßen stören sind mich nicht mehr sicher. Drahtschneider benötigt. Oh. Okay, da sind wir. In die Black Alley. Ah, hallo. Komm mit. Jemand will dich sehen. Warum mich? Dein sonniges Gemüt, die anregenden Gespräche, keine Ahnung. Du hast den Ring für ihn gestohlen. Musst ihn beeindruckt haben. Wer ist er?
Er heißt Orion. Der Einzige, der gegen den Baron aufbegehrt und sich für Leute wie dich und mich einsetzt. Also, zumindest für mich. Was er sagt, leuchtet ein. Das gibt's ja wirklich nicht oft. Er hilft hier unten den Opfern der Schwermut. Schön, dass mal jemand zu seinem Wort steht und was tut. Und, sei nicht zu sehr... Du weißt schon, du. Wir brauchen das. Ah. Besser. Gut, dass ihr da seid, Garrett. Ihr bezahlt, oder nicht? Von dem bisschen, das ich habe, ja. Dann hat er jetzt meine Aufmerksamkeit gekauft. Gut. Bitte. Begleitet mich. Gerne. Der Baron zieht Fortschritt dem Schmerz vor. Metall und Stein statt Fleisch und Blut. Und seht, was passiert ist. Ich misch mich nicht in Politik ein. Ah, ja. Ihr seid ein stolzer Einzelgänger. Glaubt ihr wirklich, das ginge euch nichts an? Für mich passt so. Aber wie lange? Garrett! Garrett, ich rutsche! Es ist auch eure Stadt. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Was ist passiert? Eine Ohnmacht. Geht's euch gut? Bestens. Was braucht ihr von mir? Ich brauche ein Buch. Das einzige seiner Art, das noch existiert. Es heißt, es sei irgendwo im Haus der Blüten versteckt. In diesem Bordell gehen Tag und Nacht die Reichen ein und aus. Diskretion ist alles. Ich bin eigentlich kein Freund des Diebstahls. Aber in Zeiten wie diesen... Ein Politiker, der stehlen lässt. Klingt ganz normal. So wie ein Dieb, der für die gute Sache stiehlt. Ich hol euch das Buch. Ihr sichert damit auch eine bessere Zukunft für alle. Ich werd's mir merken. Okay, dann müssen wir als nächsten Auftrag ein Buch stehlen. Garrett hatte jetzt auch gerade noch eine Ohnmacht, oder beziehungsweise ein Das Haus der Blüten. Ich war nie dort, im Gegensatz zu jemand anderem. Aaron. Begib dich zu Aarons Versteck im Südviertel. Mhm. Wo bin ich denn? Ach, ich bin direkt am Ausgang wieder, okay. Ich brauch was zu trinken. Alter, ich glaube, ich kotze. Für meinen Geschmack nicht. Muss ich noch irgendwie anders rauskommen? Der Stadt kann es gar nicht so schlecht gehen, wenn das Geld hier einfach rumliegt. Also, auf jeden Fall, Garrett hatte einen kleinen Ausfall. Und hat die Stimme von Aaron wieder gehört. Das tat ihm nicht gut. Ich verhungere. Zum Südviertel, zu Aarons Versteck. Die hat wohl ein paar Geheimnisse. Schauen wir mal, wo wir da überall langlaufen können. Schlafen. Was haben wir denn hier? Okay, eine andere Seite nehmen. Die
Straßen sind in Aufruhr. Nur ein wenig. Ich höre nämlich keine Menschen. Oh, Moment mal, da ist was. Da gehen wir gerade noch rein. Es wird spät. Hier habe ich auch gar keine Munition mehr oder sowas. Jeden Abend dasselbe. Er kommt betrunken heim, nimmt mit, was ihm in die Finger kommt und versetzt es, um seine Spielschulden zu bezahlen. Oh, Libby. Libby, wo ist Mutters Ehering? Er wollte ihn letzte Nacht nehmen, als ich schlief. Ich hatte Angst und hab nur so getan. Ich habe ihn versteckt. Als er umkippte, habe ich ihn auf dem Balkon in einem Riss am Kamin versteckt. Hoffentlich fällt ihm nicht ein, dass ich ihn hatte. Oh, Libby! Hm. Ich muss schlafen. Eine neue Zeitung? Den können wir gerade mal vorlesen. 14.05.830 NR. Zum dritten Mal ist es eben so viele Jahre, kamen die Restaurierungsarbeiten am Glockenturm der Stadt durch eine Tragödie zum Stillstand. Zum allgemeinen Schrecken der versammelten Marktbesucher stürzte heute Morgen ein Kinderarbeiter auf dem Platz zu Tode. Nach dem Unfall legten die Arbeiter die Werkzeuge nieder und weigerten sich, wieder auf das Gerüst zu steigen. Der Vorarbeiter, der erst ein wenig später eintraf, gab überzogenem Aberglauben die Schuld. Damit bezog er sich natürlich auf die Legende von dem Chefmechaniker, der beim Bau des Turms von seinem eigenen Ausrüstung zerquetscht worden sein soll. Als Berichterstatter objekter Tatsachen kann diese Zeitung nun anmerken, dass der Glockenturm seinen berüchtigten Ruf erneut Zunder gegeben hat, unabhängig davon, ob es dort nun spukt oder nicht. Ja, wir wohnen ja dort. Also, es gibt anscheinend noch so einen Ehering, der irgendwo in einer Spalte im Kamin rumeiert. Also, die Grafik damals war schon gut. Ich glaube, so alt ist das Spiel auch noch gar nicht. So, aber wir müssen halt hier ausbrechen und das ist halt schon seltsam genug, ne? Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Da ist er. Auf die andere Seite des Hauses. Oh, fuck. Das tut weh. Jemand wird uns hören. Jemand wird den Schwarzkitteln sagen, genug ist genug. Diese Art von jemand hängt normalerweise zum Schluss am Galgen. Was ist das hier? Mir fehlt noch ein Werkzeug. Das ist der Schraubenschlüssel. Scheiße, ich komme da nicht nirgendwo hoch. Hat das Leben nicht wirklich mehr zu bieten? Für meinen Geschmack nicht. Ich sehe noch dein Gesicht. Sieht so aus, als müssten wir hier lang. Wir sind ein Geist, der durch die Dunkelheit wandert. Ah, okay, halten. Ah, ich muss durch die Spalte durchkriechen. Und wieder obligatorisch E drücken. Und drin. Okay. Was ist denn das? Ah, da kann ich Kapitel 1 sogar nochmal spielen. Nein, Sir. Ich bin ein Nordcrest-Mann. Schon immer. Was stinkt da so? Oh. Du hast dich angepisst, oder? Ich hab nichts gesagt. Ich behalte dich im Auge. Und jetzt hau ab, sonst verhaftet dich die Schürze Rundung an. Noch
noch ein Wasserpfeil. Die Docks sind hoch. Kein Boot rein oder raus, seit der Abwicklung. Sogar der Yama. Bitte. Hauptmann Durham sagte, dort gehörst du hin. Sandy Durham, verrottet unter Sackleinen in einer Schwermutgrube. Wer hat es da wohl besser? Wir gehen einfach mal weiter. Gucken, was da so ist. Ah, wir müssen sogar an denen vorbei irgendwie. Ach, scheiße. Wir haben fast gar keine andere Wahl. Wir müssen wahrscheinlich dieser letzte Wasserpfeil dafür opfern. Um die Fackel dort auszumachen. Na. Na, da. So, nochmal. Das teamt sich nicht so falsch, immer zu liegen mit als Meisterdieb. Hallo. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ein Breitkopffall, ein Wasserfall. Ein Breitkopffall, ein Wasserfall. Ein Köder und Schalter 3. Was ist das? Köder und Schalter 3. Und noch ein bisschen Geld. Dum 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 dum. So. Gerade selber ein Schauer den Rücken runter. So, langsam. Ja, jetzt hab ich's. Und noch ein paar Drehungen hier und. Ah, verdammt. Fuck. Ja, langsam. Ah, da haben wir's. Jetzt hier ein wenig drehen. Und. Ja, und da haben wir's. Jawohl. Nice. Und los, ja. Saubere Sache. Geschmeidig haben wir diese Truhe geöffnet. Was haben wir denn da Schönes drin? Breitkopffall, ein Wasserpfeil, ein Flachmann und eine Taschenuhr. Was ist hier los? Vermutlich nichts, aber schau lieber mal nach. Als da jemand ist, solltest du besser rauskommen. Du siehst mich eh nicht. War langsam. Ich höre Dinge. Ist hier jemand? Nein, da ist keiner. So, erledigt. Dann gehen wir ins Südviertel. Da ist Erins Versteck. Und gucken, was die uns da hinterlassen hat. Vielleicht noch ein paar Geheimnisse oder sowas. Schauen wir mal. Schauen wir nach. Wer im Schatten bleibt, kann unerwünschte Aufmerksamkeit. In Riverside steht eine alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Die sollte ich mir genauer ansehen. Ab in die Schatten. Denen geht's allen nicht so gut. Überall diese Fackeln. Ich würde gern eine Etage höher gehen. Glimmer Lane. Okay. Ganz ruhig. Er hatte das Geld sowieso. Lol, warum ist das jetzt so komischer Sound? Er wollte nur nicht Selbstmord begehen, bevor ich ihm noch ordentlich eine mitgebe. Bei Rocks Zähnen.
Du kleines Arschloch. Der Gestank hier ist widerlich. Ich habe übrigens eine Möglichkeit gefunden, irgendwo hochzukommen, und zwar hier. Noch ein Tresor, den machen wir natürlich auf, ne? Zack und. Zack und nochmal ein. Und zack. Offen. Und was? Eine Geldbörse. Mit 15 Gold. Das rentiert sich ja nicht mal. So, mal gucken, ob da vielleicht noch. Oh, da ist sogar noch Hass in der Schublade. Oh. Jeder kommt ja schon die Kotze aus den Kanälen raus. Hallo. Ja, das ist halt der Alltag eines Meisterdiebs, ne? Schlösser knacken. Und so weiter. Oh. Ein Bilderrahmen und ein Parfümflakon. Weißt du, da haben die Leute schon nichts und was machen wir? Wir klauen ihnen einfach das Zeug. Musst du mir jetzt erstmal sagen, wer hier eigentlich gemein ist oder so. Ach, die Wachen chillen mit den Bürgern, das ist auch ganz freundlich, ne? Eigentlich muss es den Wachen genauso scheiße gehen wie den Bürgern auch. Nur dann sind sie nämlich auf deiner Seite. Okay. Ah. Mach das Licht aus. Ist einfach zu hell für mich. Sonst werde ich ja noch braun im Gesicht. Ah, da ist noch was. Ah. Wer den Penny nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Oh, fuck! Leck mich am Arsch, Mann. Da war eine Falle. In Riverside steht eine alte Mühle, in der Aaron mal gewohnt hat. Okay. Die sollte ich mir genauer ansehen. Okay, okay, Leute. Dann wisst ihr jetzt Bescheid, ne? Nochmal von vorn das Ganze. Richtig krass, Mann. Die Falle da, die hat mich jetzt etwas geschockt. Ich habe jetzt gedacht, what the fuck, was schießt da auf mich? Und guck ich so, zink, 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 komm, voll nass. Kommt Schüsse aus dem Ding raus, ey. Das machen gleiche, machen wir jetzt gerade nochmal. Gerade die Wache da. Warum hast du das getan? Er kann nicht zahlen, wenn er tot ist. Ganz ruhig. Er hatte das Geld für die Sonne. Das klingt, ist ein bisschen ein Soundbug, glaube ich, so wie sich das anhört, und das haben sie über Jahre nicht gefixt. Oh, den gehen wir jetzt hinterher, dann hauen wir ihn eine auf die Omme. Da kommt eh keiner. Sind nicht mehr sicher. So, das gucken wir uns jetzt gerade nochmal an. Ich bin jetzt nicht verreckt, weil... Eben, ich frag mich jetzt... Ach, die Bodenplatte hier. Ein Königreich für einen Kaffee.
Okay, Leute. Ich denke mal, wir machen da in der nächsten Folge weiter. Ich muss das irgendwie überlisten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Alte Mühle, in der Aaron ja, ist gut. Die sollte ich mir genauer ansehen. Ist ja gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Und schaut mal bei Twitter rein. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.